Willkommen, ihr Freunde der Nacht oder des Tages, je nachdem, wann ihr dieses Video anseht. Ja, wir kommen also zurück zu Batman Arkham Asylum und ja, wir hatten einen kleinen dezenten Schocker in der letzten Folge und, ja, Schocker, einen kleinen Jumpscare, kann man sagen. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt weiter im Text, weiter in der Handlung und gehen mal durch die Tür, ne? Hallo Tür. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur von einigen davon. Was? Nochmal, gehen wir nochmal ins Menü. Ritter-Herausforderung. Wo ist es? Wo ist es? Hast du einen Verstand wie meinen besiegen? Na. Island West? Ach, unterirdisches System, okay. Wo sind die denn hier? Finde also auf den Stecker. Wo ist denn hier das Rätsel? Tagebücher? Nein. Ja, was ist denn das Rätsel? Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Könnte das mit deinen Würfeln zu tun haben? Mal schauen. Naja. Wie gesagt, wenn das Rätsel auf dem Weg liegt, dann nehme ich es mir ruhig mit. Ich meine, 200 EP sind 200 EP. Oh, das Tomb Raider Level, wie Kelos es genannt hat. Na, und dann noch einen kleinen Überblick. Wo sind hier eigentlich noch Rittler-Trophäen? Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Ah, interessant. Erzähl mir mehr. Nein, lieber nicht. Wir wollen ja auch mal ein bisschen laufen können. Das ist ein bisschen schlecht gewählt, dass man immer, wenn er sich gerade was von ihr anhören muss, dass sie immer so langsam wird. Ich habe ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze. Ah, schön. Ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Ups, entkomm. Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Rollstühle, klar, Esel? Ich komme an die Oberfläche. Ich finde. Okay, jetzt habe ich gerade ein bisschen die Übersicht verloren. Wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, wahrscheinlich hier. Gut. Ja, Rollstuhl, Esel? Wahrscheinlich ein Wortspiel auf amerikanischen. Genau wie das Rätsel mit Deedle Die und Deedle Dumm. Fünf Joker-Däne. Oh, nicht schlecht. Gut. Und im Gegensatz zu Lara Croft, zumindest den ganz alten Teil, übernimmt Batman für uns das Festhalten. Und ein Speicherpunkt, sehr schön. Ist ja vielleicht irgendwo was versteckt in den Ecken, wo man nicht so direkt hinschaut, weil man ja immer weiterkommen möchte. War doch was. Ist doch irgendwas, oder? Oder bilde ich mir das ein? Sieht das nicht? Ich dachte.
dachte, ich sehe da ein Fragezeichen. Ist das der Eingang zum ultimativen Bösen? Nein, Quatsch, das war Demon's Souls. Kein Objekt geordnet. Schade. Gut, es ist einfach nur ein Wasserfall-Dingens. Sollte mehr laufen. Okay, diese Riddler-Trophäen. Ja, die sind so offensichtlich, sagt er jetzt wahrscheinlich. Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Gut, und an dieses da kommt man wahrscheinlich nur mit diesem Seitenspringen-Gadget. Okay, dort unten waren wir. Und da, an diese Dinger kommen wir, glaube ich, nicht ran, weil die strukturelle Integrität quasi hier nicht gegeben ist. Und wenn wir uns da hochziehen würden, wollen wir wahrscheinlich alles abbrechen. Batman, du musst in Bewegung bleiben. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Den niedrigsten Grad erreicht? Naja, das ist etwas. Ducke dich um. Nein, kannst du nicht. Ja, so kleiner. Rechte Bewegung. Ja, das weiß ich doch. Muss mir eigentlich Neues erzählen. So. So, geht's hier eventuell vielleicht noch weiter? Nein, da ist Wand. Wo ist da unten irgendwas? Das sieht so. Es gibt, glaube ich, keine. Holen. Ich glaube, von dort unten komme ich schon. Und. Tricky. Ja, lass dich fallen. Okay. Oh, Mann, da ist eine Statue in der Wand. Das ist verdächtig. Eventuell gibt das wahrscheinlich. Könnte das was sein? Wenn etwas Auffälliges in ein Level ist, was nicht so richtig reinpasst, dann ist es meistens entweder ein Rätsel oder die Entwickler hatten einfach nur zu viel Zeit. Okay, es sieht eigentlich doch nur einfach nur wie eine Struktur von menschenkörperlichem Körper aus. Puh, schade. Das war schlecht. Naja. Wieder ein bisschen Zeit verschwendet. Juhu! Na. Kann man es nicht mit Anlauf schaffen? Nee, ich glaube nicht, ne? Naja, hier fällt alles leider so nach und nach auseinander, wie es scheint. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Ah, okay. Ist da oben was? Scheint schon. Eigentlich bin ich ja nicht so der Rätseltyp und ich wollte ja eigentlich hier eher die Rätsel liegen lassen, aber ich bin irgendwie so ehrgeizig. Nee. Ach, lassen wir es einfach. Ja, später nochmal privat vorbeikommen und nochmal hier suchen. Ganz im Vertrauen. Oder wir machen so einen kleinen Riddler-Trophäen-Wand. Das wäre auch mal eine Idee, ne? Zugang zur Oberfläche. Und wieder ein Patientengespräch, das komischerweise hier in der Kaisation rumliegt. Wo man sich fragt, nehmen die Arbeiter, nehmen die das einfach mit und hören sich das unterwegs an? Haben die so tragbare, wie heißt das? Tonbänder in ihren Taschen oder was? Aufgezeichnetes Patient.
Patientin Gespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doch. Hm. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Frage. Wie kann Batman sich die eigentlich anhören? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal. Stimmt. Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen. Und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Ja. Ja, der Killer Croc, der ist auch einer von den etwas aggressiveren Typen, sagen wir mal so. Ja. Ja, diese Krankheit, es gibt ja wirklich eine Krankheit, wo die Menschen wie, wie heißt es, wie Eidechsen aussehen oder Echsen an sich. Ich weiß nur leider nicht, wie der heißt. Das könnte, glaube ich, so eine Anspielung auch sein. Killer Croc war ja, glaube ich, vor seiner Laufbahn so ein Zirkusfreak. Gibt ja wirklich so Sideshows in Amerika. Ich glaube, daher kommt das. Und dann immer so gepiesackt und ach, diese alte Außenseitergeschichte. Man kennt das ja. Ah, erreicht. Yeah. Batmans Anzug sieht langsam ein bisschen weiter zerschrammt aus mit der Zeit. Ja. Schönes kleines Detail. Okay, jetzt müssen wir wohl ein bisschen, mehr auf uns. Ja, rede aus, Batman, natürlich. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Nein, die haben sich die Scharfschützen aus, die Scharfschützen, die haben sich die, Gewehre aus Seife geschnitzt. Aus großer Seife. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen stealthiger-mäßig vorgehen. Okay, schaut der nicht hin? Ja. Hallo. Schöne Brille. Und Eike Keening spielt Dark Souls 2. Hm. Kerning! Ich bringe diesen Spruch immer jedes Mal. Wo schaut der hin? Na. Wenn ich jetzt rübergleite, würde ich wahrscheinlich bemerken. Ich kann ja einfach von hier unten runter. Dann von außen gehen wir den Bogen rum und dann nehmen wir einfach mit der Batclaw. Nein, wir ziehen ihn nicht runter, aber wir gehen zumindest von der Seite ran. Kann man eigentlich hier um die Ecke? Gut, er kann hangeln, aber er kann nicht um Ecken hangeln. Komisch. Tja. Ich bin Batman. Ich bin der super Held mit den super detektivischen Eigenschaften und bla und habe mehrere Milliarden auf dem Konto, weil wie war das im Film? Millionär sein ist so altmodisch. Aber ich kann nicht um Ecken klettern. Schön. Und dann nur 50 Punkte für. Bläh. Okay, ich glaube, wir könnten. Ich glaube, wir sollten zuerst mal den. Wir sollten zumindest erstmal den Typ mit den Messern mal kurz ausschalten. Und dafür benutzen wir doch einfach mal den Batclaw. Wer ist hier? Komm schon! Ach, Mist. Yes, jetzt hat's mal geklappt. Ach, Mist.
Das hätte jetzt noch mindestens noch ein 13er Kombo gegeben. Uppercut! Wie ist der Uppercut eigentlich bei von Sagat? Ich glaube Sagat aus Street Fighter 2. Das würde mich interessieren. Ich habe es nämlich vergessen. Und dieses Tor brauchen wir eigentlich gar nicht zu öffnen, denn dieser Raum hat ein Loch in der Decke. Gut. Wo ist mir hin? Arkham Villa. Okay. War hier nicht noch ein Scherzgebiss oder habe ich mir das eingebildet? Anscheinend schon. Ich hoffe übrigens, dass mein Gewissen die Zeit stoppt. Mein gutes Gewissen. Ende! Ende? Echt? Das sagst du jetzt nicht nur so, weil ich dich gefragt habe. Okay, gut. Gehen wir nochmal... Ah, ich dachte doch, hier sind noch ein paar Gewisse. Gut, gehen wir nochmal schnell durch die Tür. Da müssten wir jetzt eigentlich bei... Ja, jetzt müssen wir schon mal da sein. Du wirst bluten, Batman. Du wirst da Löcher haben. Du wirst wohl Löcher haben? Mist! Ich hätte jetzt ein schöner 20er-Kombo werden können. Lass dich nicht schlagen! Ich werde dich zusammenschlagen! Ja, zumindest ist ja, P ist wieder fast voll. Oh. Die hängen wohl ein bisschen ab. Sind zwar schon tot, aber naja, man soll jetzt mindestens den Leuten ein bisschen Würde lassen, ne? Okay, gut. Schnell hier raus. Und. Da, ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe zwei Männer auf den Arm. Okay, lass mir Joker nochmal ausreden. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Ihnen juckt es geradezu in den Fingern. Und du weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Jucken in den Fingern? Hände waschen könnte helfen. Ja, also mit diesem schönen Panorama quasi Bild entlasse ich euch. Also in dieser Folge. Und ja, dies war Batman Arkham Asylum. Die weiß ich nicht, Folge. Okay, ich habe den Spruch schon mal gebracht. Ich werde den wahrscheinlich nächstes Mal mitbringen. Keine Sorge. Also, wir sehen uns dann also in der nächsten Folge. Ciao!